zusammengekommen hier in der Münchner Allianz Arena im Rahmen des Supercup 2012 zur Pressekonferenz der Präsentation, wie ich finde, einer einzigartigen Kooperation zwischen EA Sports und der Deutschen Fußballliga. Und zwar geht es um die Vorstellung der virtuellen Bundesliga. Die virtuelle Bundesliga war schon lange ein Traum von uns allen bei EA Sports hier in Deutschland. Wir wollten gerne das Spiel noch realer machen. Es hat irgendwie der richtige Zeitpunkt, musste allerdings kommen. Und dieses Jahr zum 50. Jubiläum auch der Bundesliga, glauben wir, der richtige Zeitpunkt ist da. Die Bundesliga hat national natürlich einen immens hohen Stellenwert und deswegen freuen wir uns natürlich über diese Auszeichnung immens, dass wir mit der Bundesliga die Vorreiter sozusagen auch spielen dürfen und nehmen diese Aufgabe auch mit voller Freude wahr. Wir bekommen viel Feedback von unseren Fans und das versuchen wir natürlich einzuarbeiten ins Spiel. Und dann versuchen wir auch realer zu werden. Und gerade in diesem Jahr hilft uns die noch tiefere Kooperation mit der DFL und eben das Feature der virtuellen Bundesliga dabei. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee, gerade weil da einfach nur das Talent des Spielers gemessen wird, weil jede Mannschaft die gleichen Werte hat. Und man kann auch den Verein, von dem man Fan ist, sehr gut vertreten. Es gab es eigentlich noch nie in FIFA, dass die Leute wirklich alle gleich sind, die gleichen Vereine, die gleichen Stärken haben. Ich glaube, es wird spannend zu sehen, wie man damit spielen kann, also wie die Mannschaften sich anfühlen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, die auch, glaube ich, sehr viel Spaß macht. Da, glaube ich, kann man seine Lieblingsmannschaft vertreten. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, dass man mit seinem Team dann halt auch Siege bzw. auch Titel einfahren kann. Deswegen bleibt nichts anderes übrig zu sagen, FCA natürlich. Ist halt jetzt spezialisiert auf die Bundesliga. Mich freut es, dass wir den anderen Top-Ligen der Welt so ein bisschen Schnippchen schlagen konnten. Also ich werde es zocken auf jeden Fall. Ist natürlich interessant, mit seinem eigenen Club, den man favorisiert, auch virtuell dann unterwegs zu sein und versuchen, deutscher Meister zu werden damit. Ja. Ich sehe das ja bei meinem Sohn, die können sich mit ihren Stars identifizieren, mit ihren Clubs identifizieren, die sprechen mit ihren Freunden drüber, die tauschen sich aus und haben da einen Heidenspaß. Finde ich gut, weil sonst würden natürlich alle wieder irgendwie mit Bayern München oder Dortmund antreten und so sympathische Teams wie zum Beispiel Hannover 96 würden dann so ein bisschen untergehen und deswegen finde ich gut, dass ich jetzt auch mit Hannover 96 Meister werden kann. Also ganz ehrlich, von Fußball habe ich auch nur so ganz grob eine Frauenahnung. Ne? Ich glaube, das kommt richtig gut an, weil ich kenne das auch von meinem Freund und ich glaube, die finden das richtig toll.